Pinselstrich um Pinselstrich, Airbrush hier und da. Das Malerhandwerk endlich wieder auf der Festwoche. Doch was jetzt schon fast fertig ist, erforderte viel Planung und Geschick. Wir sind super im Zeitplan. Wir haben den Riesenvorteil gehabt von der Stadt Kempten, dass wir am 2. August haben schon rein können und mit den Aufbaumaßnahmen anfangen können haben. Weil wir gesagt haben, dadurch, dass es ganz individuelle Techniken sind, brauchen wir etwas länger da dazu. Und dann hat es geheißen, okay, sie ermöglichen uns das und es hat wunderbar funktioniert. Wir wollten einfach mal weg, dass wir nur die Fassadenstreicher sind oder Maler, wie es bei vielen im Jargon heißt, sondern wir wollen einfach präsentieren, was man aus einer Fassade machen kann. Wir haben also Fototapeten, Spachteltechniken, tolle Wohnzimmergestaltungen, aber auch Kinderzimmergestaltung mit einer Mondlandschaft bzw. Sternenlandschaft auch. Unter anderem haben wir eine lebende Werkstatt in der Mitte drin, wo eine Airbrusherin praktisch bunte Kühe bemalt, die käuflich zum Erwerben sind. Dann haben wir Vergoldungen, die vorgeführt werden, Platten, die kreative Techniken vom Malerhandwerk gezeigt werden. Und unter anderem haben wir eine Künstlerin, die Schumann-Gitta Müller, die macht ein Pfeil- und Bogenschießen. Für den bunten Kreis wollen wir praktisch mit Pfeilen auf die Gemälde schießen, wo Farbpatronen oder Farblumpen vorne rumgewickelt sind und somit entsteht ein Gemälde. Das nennt sich Action Painting. Alle Festwochenbesucher können auf das Bild schießen. Im Handwerkerzelt ab Samstag bis Mittwoch. Ab Donnerstag dann bei TV Allgäu und RSA auf der Bühne im Stadtpark. Am Ende werden die neun entstandenen Bilder versteigert. Den Erlös spendet die Malerinnung an die Organisation Bunter Kreis.